dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Leute, wieder mal ist es soweit. Die Folge 66 der Gleichsatztrilogie, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Es geht weiter mit der Nummer 312a, beziehungsweise einer nummernlosen Textstelle. Soll uns aber nicht weiter stören. Das dank sich einer etwas schlampigen Vorbereitung, wo auf derlei Nebensächlichkeiten kein größerer Wert gelegt wird, um sich ein erneutes Prüfverfahren zu ersparen. Es zählt nur, was hier steht, und hier steht, das Herrenrecht Namen zu geben. Geht so weit, dass man sich die Macht der Worte als Logokratie vorstellt, dass man sich die Macht der Worte als etwas, da ist hier eher ein Bruchstück eines Satzes gelandet, aber tut auch nichts zur Sache. Der Sinn ist klar, dass man sich die Macht der Worte als Logokratie denkt, vorstellt, zeichnet. Aufgepasst, wenn jemand den Mund aufmacht und irgendwas zu sprechen anfängt, weil dieser jemand etwas will, und wenn da nicht schon genügend Erfahrungen bzw. Kenntnisse in Bezug auf diese Person vorhanden sind, sollte diese Aufmerksamkeit und dieses Prüfverfahren in Bezug auf jemanden, der zu einem spricht, sollte man immer auf der Hut sein und zuerst in einer abwartenden Stellung warten, bis dann klar ist, was will derjenige eigentlich. Die Kardinalfrage, auf die dann letztlich alles hinausläuft: Was willst du? Und wenn dann da der Anschein entsteht, dass jemand vorgibt, etwas zu wollen, das er nicht will, dann ist umso mehr Vorsicht geboten und dann dementsprechend die Beziehung in einer bestimmten Situation zu beenden oder klare Kante zu zeigen, so dass immer klare Verhältnisse herrschen, Klarheit darüber, wozu irgendetwas sein soll, gut sein soll. Und Logokratie wäre die Herrschaft genau dieser Leute, die eben mit das Mittel der Sprache benutzen, um andere Leute ihrem Willen gefügig zu machen. Auf das läuft es letztlich hinaus. Auf Befehl und Folge, wie immer das verkleidet ist, wenn der jemand auf entweder geschäftsmäßig oder ansonsten aufgrund irgendeiner seelischen Disposition ausschließlich auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und da keinerlei Mittel scheut, auch die Mittel der Täuschung. Solchen Umgang sollte man eher meiden. Und Logokratie wäre die Herrschaft der Allgemeingültigkeit, so könnte man das kurz fassen. Ist zu verurteilen, Herrschaft der Allgemeingültigkeit ist nur möglich über den Willen, nicht über den Verstand. Das heißt, schon über den Verstand, ein Wille ohne Verstand ist eher weniger was wert. Unvernünftig, also die Erziehung, die Ausbildung von Menschen ist das A und O bei der ganzen Geschichte, was da Demokratie, in der Richtung Ideen vorhanden sind. Jede Demokratie ist nur so gut wie die Bürger, wie der Bildungsstand der Bürger, wie die Intelligenz der Bürger.
Und im Umkehrschluss verdient jedes Volk hat die Regierung, die es verdient, so ungefähr. Der nächste Punkt, 313 jetzt. Die Sprache ist das Hauptinstrument jeder Art von Legitimation. Würde ich jetzt bestreiten wollen, weil es nicht im Grunde genommen nicht das Hauptinstrument, als Mittel gesehen, trifft das durchaus zu. Keine Legitimation ohne Sprache, mal ausschließender Logik gewendet. Aber von noch größerer Bedeutung dürfte der Verstand sein oder auch die Logik bzw. die Widerspruchsfreiheit, die Wohlbegründetheit einer Rechtfertigung. Und dafür muss es Kriterien geben, die in einer auf Wertvorstellungen basierenden Gesellschaftsordnung so gestaltet ist, dass eine Rangordnung gleichbedeutend ist mit einer Gesetz, das vorschreibt, welchen Interessen unterzuordnen sind im Falle des Konflikts. Also ist eine Wertordnung der eigentliche Grundpfeiler einer Legitimation. Und wie die dann zustande kommt, das ist wieder die Geschichte, das ist wie mit Hauptmann von Köpenick. Kein Ausweis, keine Wohnung, kein Ausweis. So ungefähr. Eine Bevölkerung, die den Verstand hat, eine relevante Wertordnung zu etablieren, darüber abzustimmen. Wenn es die nicht gibt, dann müsste man praktisch so lange ohne Wertordnung leben, bis diese Bevölkerung dann im Stand ist, tatsächlich darüber zu urteilen, also zu verstehen, um was es da geht. Aber das ist natürlich auch ein Unding. Und deshalb lebt man sozusagen mit einer Wertordnung, über die jetzt die Bevölkerung nicht abgestimmt hat, zumindest nicht in dem Sinn, dass kapiert wird, wie das alles zusammenhängt. Wenn man jetzt einmal von dem spärlichen Sozialkundeunterricht, der da in den Schulen stattfindet, in dem die mehr oder weniger Idealvorstellungen da absolviert werden, ohne auf die Knackpunkte einzugehen, also ohne wirklich eine Kritik daran leisten zu können. Das ist hier gegenwärtig der Zustand. Und wer jetzt glaubt, der Zustand wäre schon so in Ordnung, der versteht, wie ihm behauptet, nicht, um was es da geht. Das ist alles nur die ganze Gesetzgebung, das sind alles nur Notstandsverordnungen, die dann aufgehoben werden, sobald die Bevölkerung in der Lage ist, die Zusammenhänge so zu verstehen und auch die Politik so zu verstehen, dass die Probleme verstanden werden. Die grundsätzlichen Probleme auch, die dadurch entstehen, dass Begriffe im Umlauf sind, die da nicht hingehören, die so nicht in Umlauf sein dürfen, weil sie sich auf eine Allgemeingültigkeit berufen, die vom Himmel gefallen ist. Und deswegen besteht jede Menge Handlungsbedarf in Bezug auf eine Revolution oder zumindest auch eine Reform, nicht nur des Bildungswesens, aber zuerst einmal des Bildungswesens, um überhaupt, da kann man nur hoffen, dass dieses Internet jetzt mit seinen Kinderkrankheiten, der Begeisterung
und dem der Überfluss und an, auch an Datenmüll, mit dem man da konfrontiert wird, dass sich das mit den Jahren legt und man schön langsam angefangen wird, das Ganze nüchtern nach seinen Vor- und Nachteilen abzuwägen und dann die vorteilhaften Details da zu fördern und das Unangenehme nach Kräften zu vermeiden. Und dann ist einiges möglich an echter Mitbeteiligung der Bevölkerung, an der Gestaltung dessen, womit jeder jeden Tag zu tun hat, konfrontiert wird. Und das ist jetzt, was meine Begriffe anbelangt, in erster Linie eine Masse von Menschen, die an Sachen interessiert sind, die für mich vorsintflutlich sind. Also steinzeitlich ist vielleicht etwas übertrieben, aber doch, was diese Fixiertheit auf alles Materielle angeht, das mutet mir doch sehr animalisch an. Nun gut, es geht weiter mit Konrad Hermann, auch einem Denker, der während seiner Lebenszeit und auch darüber hinaus viel zu wenig beachtet wurde, erst von Siegfried mit, dann wieder aus der Vergessenheit entrissen, wie es so schön heißt. Die Gründerväter der modernen Sprachkritik, Konrad Hermann, Georg Runze und Friedrich Gruppe, Gustav Gerber, Friedrich Max Müller, das sind die Leute, die noch jede Menge Zündstoff in ihren Arbeiten bergen, von denen die heutigen und die nachkommenden Generationen sehr viel an Bewusstheit lernen können. Man muss fast froh sein, dass es Institutionen gibt, die Arbeiten dieser Leute konservieren und weiterhin zugänglich machen für interessierte Bevölkerung. Aber jetzt in finsteres Zeitalter, in dem kaum noch jemand ein Buch kennt, so wie die alten Telefone mit Wählscheibe, ist das alles dieses gedruckte, auf Papier geschriebene Wort. Das findet kaum noch statt. McLuhan, Ende des Buchzeitalters, schon 1960 geschrieben. Aber es wird noch eine Zeit kommen, da wird man sich rückerinnern und wird das zu schätzen wissen, was in einem Zeitalter der Ökonomie und des wirtschaftlichen Nutzens unter die Räder gekommen ist. So viel an Prosa, sage ich mal. Also Konrad Hermann, die Theorie des Denkvermögens. Da heißt es, Denkvermögen, Sprache und Freiheit sind untrennbar im Menschen aneinander gebunden. Eben in seinem Denken und in der Festhaltung allgemeiner Begriffe erhebt sich der Mensch zur Freiheit gegenüber der Macht der auf ihn eindringenden, unausgesetzt wechselnden Vorstellungen seiner sinnlichen Natur. In der Sprache aber gibt er seinem Denken einen allgemein verständlichen, über ihn selbst hinaus bedeutsamen Ausdruck. Durch die Sprache schlingt sich um alle Einzelnen unseres Geschlechts ein gemeinsames, mächtiges, geistiges Band. Das menschliche Leben ist das Reich der Freiheit oder des Geistes. Im Unterschied von der Natur als dem unfreien oder sinnlichen Dasein. Also diese Verknüpfung von Freiheit und Sprache hatten wir in der Form auch noch nicht. Vielleicht in Form von Intelligenz und Freiheit, das ist auch noch nicht übermäßig angesprochen worden, aber das ist erst einmal der erste Impuls, wenn es
um Freiheit in Bezug auf irgendwelche Seelenvermögen, psychischen Qualitäten geht. Und dann im Unterschied von der Natur aus dem unfreien oder unsinnlichen Dasein. Und das ist genau das, was ich jetzt vorhin in meiner Lamentage, möchte ich sagen, über meine Zeitgenossen und deren Interessen gesagt habe. Das wäre eben dieser Unterschied materielle Natur aus dem des Unfreien oder Sinnlichen, ist das materielle, ist das sinnliche Dasein. Essen und Trinken und nicht nach den Mädlein schauen, wie es im Volkslied heißt. Soziologische Studien über Kochshows gibt es noch nicht, aber wäre vielleicht mal angesagt, wie viel Sendeplatz die einnehmen und eingenommen haben. Stundengereiht, Stunden, Minuten in Kilometer umgerechnet, eine Strecke von hier bis zum Mond und wieder zurück. Also nochmal, die unausgesetzt wechselnden, man könnte jetzt meinen, Hermann ist jetzt ein Positivist, der die Allgemeinbegriffe da über den grünen Klee lobt, dem ist nicht so. Das ist jetzt hier eher im Unterschied zu diesen naiven Realisten oder den Naturburschen, wie ich sie gerne nenne, ist die Abstraktion dann schon ein Fortschritt, weil es eine Distanzierung, einen Abstand beinhaltet, so wie vor wichtigen Entscheidungen, sagen wir mal, eine Nacht drüber schlafen, so einen abstraktiven Abstand hat man da überlegungsmäßig und kommt dann vielleicht zu einem nüchternen Urteil. Diese Allgemeinverständlichkeit, die wird aber auch leicht überschätzt, weil mit der Allgemeinheit dann auch eine Missverständlichkeit mitkommt. Je allgemeiner ein Begriff ist, umso leerer ist er, weil er ja umso mehr an Einzelheiten umfasst. Aber jetzt im Vergleich, in Relation gesetzt zu diesen eher sinnlichen Dasein, mal etwas neutral benannt, ist das natürlich ein Fortschritt, ist die Sprache, weil das Denken und das probehafte Durchlaufen irgendwelcher Erfahrungen sehr nützlich ist. Man muss dann nicht immer etwas selber neu erfinden sozusagen, sondern kann sich die Erfahrungen anderer zunutze machen. Also sehr viele praktische Vorteile hat das Ganze, aber man sollte eben nicht diese praktischen Vorteile mit so etwas wie einer allgemeingültigen und damit auch für alle anderen Menschen gültigen, die vielleicht unter ganz anderen Bedingungen da ihr Dasein fristen, gültig sein. Das geht eben nicht. Wäre diese Allgemeingültigkeit dann ein Eingriff in das Reich der Freiheit. So dass es immer abzuwägen ist, wie bei jeder Technik. Letztlich ist die Sprache Technik und da ist abzuwägen, wozu und wie sie verwendet wird. Und das ist Aufgabe der Ethik, aber nicht der Logik. Dann geht's weiter mit nochmal Konrad Hermann. Alle Abstraktion ist wesentlich eine Tat und ein Dokument unserer Freiheit. Nochmal die Freiheit. Alle Verinnerlichung des menschlichen Seelenlebens beruht zunächst auf einem Prozess der Abstraktion. Das Tier aber, da es des Abstrahierens unfähig ist, bleibt überall nur im Einzelnen oder unmittelbar sinnlichen seiner Anschauung befangen.
Und hier bietet sich jetzt die Analogie zu diesen Alltagsmenschen, zu diesen naiven Durchschnittsnormalos, die so wie pubertierende Teenager vollkommen unmittelbar in ihrer Sinnlichkeit aufgehen, da schwärmen für irgendwelche Idole oder die Höhepunkte des Tages, das sind köstliche Mahlzeiten mit einem teuren Wein und allem Pipapo, 4-5 Gänge Menü oder andere sinnliche Vergnügungen, Hörgenüsse. Es ist so etwas kann bei einem ausgebildeten Verstand, wenn jemand über die erforderliche Intelligenz verfügt, dann können jetzt irgendwelche Musikalien oder ästhetische Genüsse, Kunst und Kultur, das kann durchaus dann eine Abwechslung bieten und zur Bereicherung des Lebens beitragen. Wenn das Ganze aber ohne Reflexion über das, was man tut, also sozusagen was der Sinn des Ganzen ist, da reflektiert, dann ist wieder die Nähe zum Tier wieder da und das Ganze ein Rückschritt oder ein Regress auf frühere Entwicklungsstufen. Dann die Sprache so weit verkümmert, dass nur mehr, also das zum Beispiel wieder so ein Begriff wie Bewusstsein, der verschwindet dann wieder. Weil niemand in der Richtung denkt und es reflektiert, da zählt dann nur, was handgreiflich beweisbar vorhanden ist und eine Seele, der Begriff Seele verschwindet, der Begriff Wille verschwindet, so wie jetzt der Begriff naiver Realismus. Das war um das 19. Jahrhundert, also um Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert, war das eine große Sache in philosophischen Kreisen. Da sind viele Schriften drehen sich darum, im Unterschied zum Bewusstsein des naiven Realismus. Der Alltagsmenschen, das war mal Thema. Also es ist diesen Alltagsmenschen vielleicht weniger zu Ohren gekommen, aber das war eine echte, wenn man sich das im Nachhinein so überlegt, eine echte Publikumsbeschimpfung. Genauso der Begriff der Aperzeption, das war auch mal eine große Sache, heißt im Grunde genommen nichts anderes, dass zur normalen Wahrnehmung auch so etwas wie ein Interesse, eine Intention dazukommt, weil man sich sonst die Wahrnehmung nicht erklären kann. Das ist wieder verschwunden, weil dieses Willensmoment, diese Subjektivität, die war nicht zu Pass. Das hat diesen Allgemeinheitswahn, muss ich schon fast sagen, des beweisbaren Wissens für alle Gültigkeit, war dem abträglich und deswegen war das überhaupt kein Thema mehr. Das muss jetzt alles wieder neu entdeckt werden und man hat im Grunde genommen 100 Jahre Entwicklung einfach so hergeschenkt. Und jetzt habe ich wieder den Hinweis, dass meine Zeit für diese Folge zu Ende ist. Folge 66. Ich werde nicht wie in der Folge 65 über 5 Minuten überziehen, weil ich mich da in irgendetwas hineinrede. Genau, weiter geht's mit Gerald Posselt. Wieder ein Qualitätsprobe für meinen Pop-Up-Schutz. Gerald Posselt. Rhetorik des Performativen aus dem Jahre 2005.
Und ich verbleibe wie immer euer Lokführer Hannibal alias Werner Gipetschko. Peace und out.